diese Jahreszeit ist es natürlich besonders kalt. Wir müssen uns schön was Dichtes anziehen, Handschuhe tragen und so. Da sind die Tiere bei uns hier in Yukon Bay natürlich ein bisschen im Vorteil. Die haben diese Jahreszeit alle ein dichtes Fell. Die Bisons zum Beispiel, die Wölfe oder auch unsere Karibus. Denen macht das Wetter überhaupt nichts aus. Im Sommer sehen die Karibus bei uns ja immer so schokoladenbraun aus. Jetzt, wie man sieht, haben sie ihr dichtes Winterfell, sind eher so cremeweiß. Die Karibus sind ohnehin gut angepasst an Schnee und Eis. Die haben ja sehr breite Klauen, sinken zum Beispiel im tiefen Schnee nicht so leicht ein, rutschen auch nicht so leicht. Neulich beim Glatteis hatten die meisten Tiere ja Probleme, sich vernünftig vorwärts bewegen zu können. Anders bei den Karibus, die haben sogar so lange Haare an den Füßen, dass die dann gar nicht so leicht ausrutschen. Die sind hier in dieser Hanglage trotzdem beim Glatteis noch hochgekommen. Wir hatten da schon größere Probleme. Und ansonsten fressen die Tiere natürlich um diese Jahreszeit auch besonders viel. Ein Geweih auch noch mitgebracht von unseren Karibus. Ordentliche Stange, die tragen die Tiere normalerweise ja auf dem Kopf. Einmal im Jahr werden die Geweihe abgeworfen. Das passiert allerdings erst nach dem Winter. Also laufen die Tiere noch ein paar Wochen mit diesen schicken großen Geweihstangen herum. Und ja, freuen sich über das kalte Wetter. Wir sind jetzt hier in der Unterwasserwelt und wie man sieht, der Nanuk scheut auch bei etwas kälteren Temperaturen. Wir haben hier aktuell Minusgrade. Das Wasser nicht. Das liegt daran, dass er einen schönen, dichten Winterpelz hat. Ein schönes, dichtes Winterfell. Das sieht ja bei den Eisbären immer so kuschelig aus. Und es ist auch tatsächlich sehr kuschelig. Es hält sie nämlich kuschelig warm. Ja, das liegt daran, dass die Haare der Eisbären hohl sind. Somit kann sich in den Haaren sehr viel Luft ansammeln. Natürlich auch um die einzelnen Haare drumherum. Ja, und so entsteht dann ein schönes, dichtes Luftpolster im Fell der Bären. Man kann das auch manchmal ganz gut sehen, wenn der Eisbär am Schwimmen ist, dann zieht er so eine Welle aus Luftblasen hinter sich her. Da entweicht dann das ganze Luft aus dem Fell und das kann man da ganz schön sehen. Ja, außerdem macht es den Eisbären natürlich auch nichts aus, auf Schnee und Glätte zu laufen. Sie haben nämlich behaarte Fußsohlen. Das hält zum einen den Bären schön warm von unten und sie rutschen auf glattem Eis auch nicht so schnell aus.